automatisches Speichern sowie alle Änderungen in den Einstellungen. Dabei werden unexplizite Bestätigungen beschrieben, wenn das Symbol erscheint. Enter drücken. Und damit willkommen zu Let's Play Harry Potter und der Halbblutprinz. Ja, sie kann es einfach nicht lassen. Ich habe ein wenig gekämpft mit diesem Spiel, aber letztlich läuft es nun doch auf dem Rechner. Deswegen Clubs. Schalte im Einzelspielerspiel Clubs frei. Okay, das kann man tun. Belohnungen, Abzeichen, Credits, Abzeichen, Duellier, Zaubertrank, Quidditch, okay. Credits wollen wir jetzt noch nicht anschauen. Optionen, Profile beenden, fortfahren möchte ich nicht. Ich habe schon mal getestet, ob es läuft, ob es flüssig läuft, ob man es zocken kann. Nun, deswegen werden wir wohl ein neues beginnen müssen. Neues Abenteuer, genau. In dieses Profil möchte ich nicht. Profil löschen. Ja. Fortfahren. Neues Abenteuer. Genießt es. Der dunkle Lord weiß, dass ich ihm diene, Bellatrix. Dann schwöre es. Leg den unbrechbaren Schwur ab. Wirst du Severus Snape über Draco wachen, schwörst du, die Tat selbst auszuführen, die der dunkle Lord anbefohlen hat, wenn Draco zu scheitern droht? Das werde ich. Ollivander verschwunden. Todesserangriff zielt auf Muggel. Harry Potter, der Auserwählte? Verflixt! Hey, Harry! Hi, Ginny! Harry, du bist es! Der neue Quidditch-Kapitän von Gryffindor! Ich wusste, du wirst es. Du bist aber den ganzen Sommer nicht geflogen. Höchste Zeit für ein Training, Kapitän. Du kannst meinen Besen nehmen. Danke. Okay, auf geht's. Verwende die Maus, um zu fliegen. Ah, alles klar. Aber nur die Bewegungen. Ja, ich bin doch schon dabei. Durch die Sterne, um mehr Zeit zu verdienen. Gut, das kriegen wir hin. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Let's Play Harry Potter und der Halbblutprinz. Wir hatten die Reihe irgendwann mal angefangen. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt mit Teil 6 fortfahren können. Dem vorvorletzten, die Nummer 7, ist aufgeteilt in zwei Stück. Huch, wo ist der Schnatz? Mehr kann ich ja nicht tun, also durch die Sterne fliegen. Mit Maustasten irgendwie beschleunigen geht nicht. Deswegen ja, fliegen wir hier einfach mal unsere Runden. Ich verliere nichts aus den Augen. Ginny, wieso bist du vor mir? Ich bin der beste Flieger. Aua. Okay. Wo wollen wir hin? Da lang. Tja, zum Thema angefangene Projekte. Ich weiß, ich habe schon genug Angefangenes, aber ich habe zurzeit einfach Bock auf Märchen und die Harry Potter Welt. Warum denn auch nicht? Das Thema hatten wir ja schon. Ich spiele, worauf ich Lust habe, wenn ich Lust darauf habe. Und ja, ich habe lang genug mit diesem Spiel gekämpft, damit wir endlich fortfahren können mit der Reihe. Flieg nirgends gegen.
meine Gute, du machst das ja mit all deinen Fähigkeiten. Ich muss das hier mit der Maus machen und das ist gerade etwas... Nun, die reagiert sehr empfindlich. So, damit hätten wir ihn. Voll durch den Baum. Anfängerglück, Quidditch. Fantastisch! Slytherin hat keine Chance. Hermine und Ron warten auf dich. Geh doch hin. Komm. Geh doch hin, komm. Geh oder komm, entscheide dich mal. Gut. Ron und Hermine müssen hier irgendwo sein. Bis später. Harry, du könntest auch antworten, statt sie nur so gruselig anzuklotzen. Also ganz ehrlich. Naja. Also ehrlich, Ron. Alles, was wir machen müssen, ist, sie zu säubern. Du wärst schon längst fertig, wenn du sie beim Essen nicht viermal nachgenommen hättest. Ich hatte halt Hunger. Viermal nachgenommen? Was müsst ihr säubern? Gut, gehen wir mal zu ihnen hin. Ich wollte jetzt nur nicht stören, während sie quatschen. Moment, so können wir laufen. Laufen, 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 ja. Irgendwie sprinten können wir nicht. Ducken, springen, geht alles nicht oder noch nicht, keine Ahnung. Nun, dann gehen wir mal zu unseren Freunden, würde ich sagen. Aber ich muss eindeutig noch was an den Einstellungen ändern. Naja, im nächsten Part, dann in der nächsten Session. Wann bist du angekommen? Vor einer halben Stunde. Hat Ron dir nichts erzählt? Wollte ich ja, aber du hast mich ja nicht zu Wort kommen lassen. Wäre das hier schon erledigt, hätte ich gar nichts sagen müssen. Norm will, dass wir die Kessel wegschaffen, die Fred und George in der Garage gelassen haben. Ich helf dir. Der stinkt viel mehr als die anderen. Wirke so Wingardium Leviosa. Das ist es. Gut gemacht. Und nu? Rumgeschiebe scheint alles wieder aufgewirbelt zu haben. Schnell! In den Teich damit! Du kannst sie da nicht einfach reinwerfen. Das ist jedenfalls sicherer, als sie zu waschen. Wer weiß, was Fred und George damit alles gemischt haben. Ja, genau. Denk doch nur einmal an, die Fische. Also, ich weiß nicht, was passiert, wenn ein Fisch einen Liebestrank verschluckt. Du etwa? Vielleicht verliebt er sich ja in dich. Hermine, blub, blub. Ich liebe dich, Oh ja, Ronald, wie erwachsen du doch bist. Los, Harry, lass uns die Kessel versenken, bevor Mom noch was mitkriegt. Okay, tun wir das. Da ist ja schon genug Unrat. Klasse. Ich wünschte, wir könnten das nach jeder Zaubertrankstunde tun. Guter Zauber. Super, und jetzt noch den Rest. Ja, doch. Drücke Q oder E, um das Ziel zu wechseln. Okay, wir können die also... Na komm. Spitze. Mom hätte uns alle Kessel einzeln spülen lassen. Da hätten wir noch Weihnachten dran gesessen. Wenn du dir die Zeit nehmen würdest, ein paar Putzzauber zu lernen, dann... Wer will schon seine Zeit mit Putzen verbringen? Das hier war doch viel lustiger. Ach, Ronald. Gesucht? Fenrir Greyback. Aha. Was treibt Draco denn da? Keine Ahnung. Aber da geht's wohl nach Morgan und Perks. Draco ist ein Todesser. Sieht aus wie ein Initiationsritus. Warum sollte, du weißt schon, wer diesen Idioten zum Todesser machen? Was hätte Malfoy sonst bei Borgen und Burks verloren? Das muss ich rausfinden. Und wenn ich meinen Tarnumhang benutze, wird er nie was davon erfahren, oder? Ich schon mal vor. Ich habe noch was zu erledigen. Petrificus Totalus! Na, wieder mal rumgeschnüffelt, Potter? Ich wusste, ich habe jemand raufklettern sehen. Tja, gute Fahrt zurück nach London, Potter!
Danke. Malfoy. Oh, hallo Harry. Was machst du denn da unten? Mich nur ausruhen. Was hast du unten auf dem Boden gemacht? Ich wollte wissen, was Malfoy vorhat. Ich bin mir sicher, dass er ein Todesser ist. Ich habe meinen Tarnumhang getragen. Aber er muss mich gesehen haben, als ich auf die Gepäckablage geklettert bin. Vielleicht hat er deine Ruxports gesehen. Meine... was? Ruxports. Hat er eine Gespensterbrille getragen? Mit der kann man Ruxports nämlich sehen. So habe ich dich ja auch gefunden. Dein Kopf ist voll davon. Ja. Lass uns zum Schloss gehen. Wir bekommen wahrscheinlich sowieso schon Ärger, weil wir zu spät sind. Okay. Obwohl ich mir ein bisschen Sorgen mache, dass wir im Dunkeln über irgendwas stolpern könnten. Vielleicht sollten wir Lumos verwenden. Luna, das ist eine sehr gute Idee. Damit schließt sich das Tor. Was ist das da? Können wir noch nichts tun? Irgendeinen komischen Glanz hat doch diese Laterne, oder nicht? Was ist das? Wie aufregend. Ein Geheimnis. Dabei sind wir gerade erst angekommen. Ja, pass auf. Zu Befehl. Ein Wappen. Ein Wappen? Das ist schön. Vielleicht sind noch mehr davon hier. Komm, lass uns suchen. Damit können wir noch nichts anstellen. Na gut. Suchen wir erstmal nach großen Wappen. Von mir aus. Hier ist ein... eine Wildsau. Die Statue einer Wildsau. Okay, da sind noch mehr. Ja. Noch eins. Oh, gut gemacht. Ich sehe schon. Entweder ich werde mich hier wieder verlieren in dieser Welt. Oder wir sind schnell durch das Spiel. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Das macht drei. Das ist schön. Du könntest eine Sammlung mit ihnen anlegen. Mini-Wappen sind in leuchtenden Objekten verborgen. Jetzt, da müssen wir ja nochmal umdrehen. Okay, alles, was so einen Schimmer hat. Und das heißt jetzt, wie kriegen wir sie raus? Du setzt Mini-Wappen frei, indem wir zweimal die rechte Maustaste drücken. Okay, sammle, indem du über sie läufst. Gut, dann drehen wir jetzt wirklich nochmal um, liebe Luna, zurück zum Tor. Sammle genügend Mini-Wappen, um große Wappen zu erhalten. Ob wir sie alle bekommen, weiß ich nicht. Ich meine, 150 große Wappen ist schon eine Menge. Dem Spiel müssen wir auf jeden Fall sehr treu bleiben, damit wir die ganze Steuerung nicht vergessen. Von wegen Pausen in den Aufnahmen. Nun, sorry Luna, aber ich möchte jetzt hier... Na, ihr kennt das ja sicherlich von mir. So, die ganzen Laternen nochmal abklappern. Ach, ist die Musik schön, da werde ich wieder Treffer kriegen. Von der GEMA. Garantiert. Na, nehmt es mit. Ich frage mich, ob mit den ganzen Mini-Wappen, die man hier draußen finden kann, dann schon ein ganzes zusammenkommt. Aber irgendwie verändern wird sich dieser Füllstand nicht, oder? Ah, doch, wir haben schon ein großes beisammen. Gut. Was war das denn jetzt für ein Ton? Luna wartet doch sicher irgendwo auf uns, oder? Ich werde nicht alle wahrscheinlich finden, aber wir bemühen uns. Ihr kennt mich doch. Ich liebe das. Rumsuchen und erkunden, schon in den anderen Harry Potter Teilen. Ja, kleines Fazit am Anfang aber schon mal. Wir sind sehr durch die Geschichte gejagt. Erst im Fuchsbau, dann sind wir schon in der Winkelgasse und das hätte man auch bewirken können, machen können, dass man das Ganze selber erforschen muss, sich da anschleichen muss in der Winkelgasse. Ja. Wirst du wohl kein Glück haben. Um diese Jahreszeit machen sie sich immer rar. Ach, schade. Aber dabei wollte ich doch sowas finden.
Was auch immer das ist. So. Ja, da hätte man selber noch ein bisschen durch die Winkelgasse schleichen können. Das wäre schön gewesen. Ich weiß nicht. Ich mag es, wenn Spiele relativ groß sind und es viel zu entdecken gibt. Und klar verliert man sich dann und spielt. Habe ich schon erwähnt? Zum Schloss gehen? Ja. Passen sonst das Willkommensfest. Ach, ist doch Schnickschnack. Da oben sein Wappen. Können wir das anvisieren mit Wingardium Leviosa? Nee. Da müssen wir da irgendwann anders hinkommen. Ist hier was drin? Nee. Da lernen wir sicher auch noch einen Zauber, einen entsprechenden. Für Secret 1 zum Beispiel habe ich damals fast 2 Jahre gespielt, um es einmal durchzubekommen. Also wie gesagt, ich bin dann wirklich jemand, der sich in den Details verliert, rumläuft, erkundet und macht. Ist vielleicht nicht immer ideal, aber da habe ich auch nicht Let's Played, das habe ich privat gezockt. Und zwischenzeitlich war ich dann auch nach Frankreich gezogen. In Frankreich habe ich es dann geschafft. Da hatte man aber auch viel Zeit. Ich meine, es gab zwar Fernsehen, aber viel verstanden hat man dann nicht. Die reden alle relativ schnell und undeutlich. Das ist schon manchmal mit Englisch schwierig, aber Französisch ist ja dann nochmal... Das werden wir sehen, liebe Luna, das werden wir sehen. So, damit wären es 5... Ach, ist das schön, wieder hier zu sein. Da hinten leuchtet auch noch was. Bin gleich da, Luna. Ich muss hier nur mal einen kurzen Zwischenstopp machen. Nein, bleibt hier. Oh, haben wir die jetzt erhalten oder sind die weggehüpft? Immer wenn ich auf Abwege gerade, sagt sie, sie will zum Schloss. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Schade, da hinten ist der See. Aber vielleicht kommen wir da später noch hin. Sollen wir hoch zum Schloss gehen? Ja, ja. Sonst das Willkommensfest. Wir sind doch schon auf dem besten Wege. Die hüpfen weg. Da kommen wir nicht hinterher. Unsichtbare Mauer. Ist das nicht gemein? So. Suchst du nach schlipprigen Summlingern? Müssen wir eigentlich kein Glück haben. Alle finden von den Wappen? Oder von den Mini-Wappen? Oder können wir auch ein paar auslassen und bekommen trotzdem alle großen? Wie ihr alle wisst, versuchen die dunklen Mächte jeden Tag aufs Neue in dieses Schloss einzudringen. Aus diesem Grunde habe ich zugestimmt, den Duellierclub dieses Jahr wieder zu öffnen. Außerdem heiße ich Horace Lacombe willkommen, der sich bereit erklärt hat, seinen alten Posten als Lehrer für Zaubertränke wieder einzunehmen. Indes wird der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste Professor Snape. Nein! Wie kann Dumbledore das dulden nach allem, was er getan hat? Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tonlichtgut bin. Wenn du wüsstest, was er alles getan hat für euch. Unheil angerichtet. Also ein Vorteil hat das Ganze. Der Posten für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist verhext, so dass wir Snape am Ende des Schuljahres bestimmt los sind. Ich jedenfalls drück die Daumen. Ich hätte Sie eigentlich im Zaubertrankunterricht erwartet, Potter. Ich dachte, Sie hätten den Ehrgeiz, ein Auror zu werden. Ja, aber mir wurde gesagt, dass ich dafür ein Ohnegleichen in der Zackprüfung brauche. Das brauchten Sie, als Professor Snape das Fach noch unterrichtete. Professor Slughorn allerdings ist vollauf zufrieden, wenn seine Utzschüler Erwartungen übertroffen als Zacknote haben. Spitze! Dann mache ich mich gleich auf den Weg. Aber ich habe gar keine Lust auf Zaubertränke. Ich bin nämlich total schlecht in Zaubertränke. Ich habe keine Ahnung, wie wir dorthin kommen sollen, wo die Auroren doch das halbe Schloss gesperrt haben. Ich frag mal den fast kopflosen Nick. Schließlich kommt er überall hin und kennt vielleicht ein paar Abkürzungen. Wenn du Hilfe brauchst, drücke N, um den fast kopflosen Nick heraufzubeschwören, okay? Harry? Ach du Schreck! Und wie geht's uns im neuen Schuljahr? Fit und gesund, um wieder den Quidditch-Pokal für Gryffindor zu gewinnen? Ja, aber im Moment müsste ich eigentlich zu Zaubertränke. Wissen Sie, wie ich die Sicherheitsvorkehrungen umgehen kann? Aber natürlich. Folge mir einfach. Ich helfe doch gern. Das machen wir. Nächstes haben wir Snape nicht mehr in Zaubertränke. Wie dieser Slughorn wohl sein wird? Tja, Harry kennt ihn eigentlich schon, ne? Das ist auch sowas. Hätte man...
eigentlich mit einbauen können. Ronald, steh mir nicht im Weg herum. Kommen wir in die Schlafsäle? Oder nicht? In unseren kommen wir, das ist doch schon mal was. Ah, was liegt denn hier? Genau. Da geht das schon wieder los. Wir müssen den Zaubertränke, aber Harry nimmt sich erstmal alle Zeit der Welt. Das ist bestimmt der Jungs-Schlafsaal hier. Na, das wird Rons Bett sein hier mit diesen ganzen Fanartikeln. Nimmt sich erstmal alle Zeit der Welt, um solche Wappen, na, das ist wie das bei Hagrids Hütte, das wird sicher später dann noch relevant, wie wir die abbekommen. Ja, aber ich kriege es noch nicht ab. Ich weiß nicht wie. Und die erzählt ja das gleiche wie im letzten Teil. Sorry. Nun, das werden wir alles noch lernen, denke ich. Oh ja, wie genial ist das. Gut, dann zeig uns den Weg zu Zaubertränke. Erstmal haben wir ja nichts weiter zu tun, oder? Fünfter Stock. Kommen wir schon in Türen. Genau, das wird sich sicher nach und nach öffnen. So, aber schön, dass Nick auf uns wartet. Ein leeres Porträt, da ist gerade keiner. Okay, aber die Passwörter werden wir ja sicher auch noch mit der Zeit erst sammeln müssen. Ein bisschen träge die Steuerung, aber sonst. So. Ich denke mal, das wird doch von Wappen zu Wappen schwerer, was wir an Menge brauchen, um ein großes zusammenzubekommen, oder? Ah, da kommen auch noch welche. Komm. Nein, bleibt ihr hier. So, ja, Nick, wir kommen ja schon. Wo willst du hin? Schön, dass er uns da hinterherkommt. Wir müssen also immer schön auf so einen Schimmer achten. Hey, Vöglein. Da müssen wir durch, laut Nikolas. Zumindest, wenn er wirklich irgendwas Mittelalterliches ist, hieß ja bestimmt eher Nikolas. Und Nick ist nur... Leuchtet das auch? Ja, das leuchtet doch auch. Ist nur eine Kurzform, die dann die modernen Schülerlines für ihn entwickelt haben. Oh, das kennen wir doch. Das ist der Zugang zum... Oder? Ja, mit dem Slughorn. Schade, dass sie das auch rausgeschnitten haben. Ich wette 10 Galeonen, dass McGonagall überprüft, ob wir wirklich dort waren. Ja, aber erstmal möchte ich hier gucken. Ist das genial. Wir werden noch viel Spaß hier haben. Okay, da sind Wappen. Es leuchtet nicht jede Laterne, ne? Die da oben leuchtet wieder. Oh, da kommt sogar sehr viel raus. Gut. So, wir müssen... Halt die Klappe. Wenn wir hier nicht alle erwischen, leuchtet die dann wieder ja bestimmt, oder? Das ist dann sicher nicht verloren. Okay, umschalt, um schneller zu laufen. Will ich das, ist die andere Frage. Ich will das gar nicht. Dann entgehen mir hier vielleicht Wappen und sowas. Ich brauche keine Sprintenfunktion. Ich bin mir sicher, dass sie ihn finden. Aber was, wenn nicht? Was ist, wenn die Todesser ihn haben? Jeder weiß doch, dass er den Auroren geholfen hat. Wer denn? Kann man mit euch reden? Nein. Hallo? Ach, da wären wir wieder. Was fehlst die denn schon wieder rum? Ja, ich hab's schon gesehen. Nick, ich habe es schon gesehen. Hier. 10 Stück. Ist das jetzt was Besonderes? Wenn man 10 Stück beisammen hat? Da oben hängt auch eins, wo wir noch nicht wissen, wie wir es abbekommen, ne? Genau.
So, dann gehen wir mal... Oh. Sind die Wappen jetzt eigentlich zum Speichern da, oder... Das ist die Frage. Kriegt man einen Drehwurm? Vielen Dank. Danke, Nick. Wir Gryffindors müssen schließlich zusammenhalten. Ruf mich einfach an, wenn du Hilfe brauchst, ob Wegbeschreibungen, Ratschläge oder sonstige Informationen. Ich helfe dir gerne weiter. Warum haben wir bei all den Geistern bloß Nick abbekommen? Der hat es ja noch nicht mal geschafft, sich sauber den Kopf abschlagen zu lassen. Immerhin hat er uns hierher geführt, oder? Ronald, das musst du gerade sagen. So. Aber was wir da hinter dieser Tür finden, das werden wir erst im nächsten Part erforschen. Ich würde sagen, ich beende den Part für hier, schaue, ob es was geworden ist mit der Aufnahme. Werde noch ein paar kleinere Änderungen vornehmen an der Auflösung und so wahrscheinlich. Geh mir aus dem Bild. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ciao, Freunde.